folks in the hobby. Wir sind eine Kleinstadt, wir sind Kleinstadtmenschen. Das Problem ist einfach, es gibt nichts, wo man wirklich was für Jugendliche Ansprechenderes veranstalten könnte. Ich glaube nicht, dass sich da grundsätzlich was ändern lässt. Außer man ändert die Methoden. Ne? Man hat immer wieder versucht, auch diese Art der Kultur Platz zu geben. Wir hatten verschiedenste Versuche in den letzten 20 Jahren, sage ich mal so. Die ideale Lösung ist noch nicht gefunden worden. Es gibt weder einen einzelnen Veranstaltungsort, wo Konzerte stattfinden, noch irgendwie so ein Glanzfestival. Und dann kam irgendwann die Idee, man könnte das selber machen. Klar, gäbe ich Demokratie, super. Aber im Endeffekt, wie gut uns die Demokratie vertritt und besser gesagt die Menschen, die wir dazu wollen, uns zu vertreten, wie gut die das machen, sehen wir ja eh alle. Deswegen gibt es ja das Ding da auch.